Willkommen zurück, Leute, zu einer neuen Folge Baldur. So, wir müssen jetzt einen anderen Weg hier zurückfinden. Wir haben was aktiviert und hier unten ist auch noch irgendwie so ein Gang und da ist noch so ein Schloss. Vielleicht müssen wir da irgendwie hinkommen. So, jetzt ist die Frage, wie kommen wir da hin? Also die Tür war jetzt links davon und oben ist jetzt auch noch eine Tür oder so eine Leiter runtergekommen. So. Okay, wir können hier oben mal gucken, ob wir... Aber hier geht's ja zum Friedhof. Genau, zum Friedhof. Oder kommen wir hier drin irgendwo? Wo geht's hier rein? Oh, was haben wir hier? Eine Leiter, okay. Okay, waren wir auch noch nicht. Da ist ein X auf dem Teppich. Vielleicht müssen wir da was draufstellen. Ich glaube zwar nicht, dass wir so einen Krug da draufstellen müssen, aber... So. Okay, hier geht's noch weiter. Ah, eine Schatzkiste. Sehr schön. Okay, wir haben noch einen goldenen Schädel gefunden. Ich glaube, wir haben sogar schon mal einen. Wir müssen zumindest zwei haben, glaube ich. Hier haben wir sogar schon. Vier goldene Schädel, okay. Hier geht's nirgendwo hin. Vielleicht ist es auch einfach nur ein Teppich. Vielleicht hat das X hier gar nichts zu sagen. Und vielleicht gibt es hier wirklich nur die Treppe hier hoch, um hier die Kiste zu finden für den goldenen Schädel. Gehen wir wieder runter. So, gibt's hier noch irgendwas? Noch ein Spinnennetz. Aber hier oben war noch eine Katze. Da ist doch auch noch wie eine Tür. Wie komme ich denn da hoch zu dieser Katze? Da ist ein Fenster auf. Und ist das eine Tür hier oben? Und da ist wie eine Tür. Ich muss nochmal hier die Leiter nehmen. Theoretisch gesehen ist es ja genau hier. Oder können wir die Holzkisten jetzt wegsprengen? Das geht? Okay, Moment. Dann eröffnen sich hier uns vielleicht ganz andere Möglichkeiten noch. Okay, kommen wir hier raus? Okay, hier kommen wir raus. Sprechen. Na, was hast du zu sagen, Katze? Mau. Was für ein Ärger. Ich habe immer noch nichts gefunden. Was? Das hast du für mich getan? Wirklich? Du meine Güte. Ich habe noch nie so freundliche Menschen getroffen. Bitte nimm dieses Geschenk. Nun kann ich nach Makeo zurückkehren. Und unsere Liebe wird erblühen. Okay, du kannst dann nach Neko zurückkehren. Was haben wir getan? Wir haben ein Herz bekommen.
für was auch immer. Wir haben der Katze irgendwas gegeben, wahrscheinlich. Was haben wir der Katze gegeben? Ja, Mau, okay. Okay, wir haben ihr irgendwas gegeben. Irgendwas hatten wir wahrscheinlich schon gesammelt in einen der vorigen Folgen. Ich weiß zwar nicht was, aber ich finde es natürlich gut, dass wir ein Herz bekommen haben. Sehr schön. Okay, jetzt scheint es aber... Moment, kann ich hier auch noch irgendwas wegbomben? Okay, hier sind nur Regale. Okay, dann... Hier kommen wir ja her. Vielleicht hier runter? Hier geht es um die Ecke, da kommen wir theoretisch gesehen jetzt, sind wir ein bisschen unter dem Leuchtturm. Hm. Das ist auch so. Ich habe gerade nur gedacht, das ist auch so eine Kiste und da drüber ist wie so ein rundes Gesicht. Okay, ich glaube hier geht's weiter. Oder wir haben geheim versteckt. Was finden wir hier? Fledermäuse? Na komm her. Okay, dann komm mal. Ah, wir müssen. Uns den Weg frei bomben. Hier auch? Okay, das war bis jetzt nicht sonderlich schwer. Okay, da hat uns die Bombe selber erwischt. So. Ah, okay. Eulenturm in Rodia. Und jetzt sind wir hier drinnen. In dem Turm wieder. Und jetzt hilft uns vielleicht die Leiter weiter. Okay. Wir haben eine neue Quest. Wie viel wir schon erledigt haben. Verlies. Na super, nächstes Verlies. Und hier können wir erstmal ein Liedchen trällern. Eulenlied. Okay. Ach, wir haben eine Fackel. Ich habe schon gedacht, wir müssen jetzt hier im Dunkeln arbeiten. Haben wir noch irgendwo eine? Okay, die bleibt natürlich nicht. Was haben wir hier? Okay. Aber jetzt kommen wir da nicht rüber. Okay, ich glaube, wir brauchen den Kürbis da oben. Was haben wir da hinten? Ist das ein Gegner? Ist das ein Gegner? Oh, ein Gegner. Der sah ja lustig aus. Okay. Dann laufen wir mit dem Kürbis nach unten. Drauf. Die Fackeln hätten sie ruhig ein bisschen leiser machen können. Das nervt ein bisschen, dass die so laut sind.
So. Ah, hier sind wir. Hier ist die Glocke. Und hier haben wir doch jetzt irgendwo... Da oben ist die... Da ist die Leiter. Okay, die haben wir freigeschalten. Ach, und schon wieder dunkel. Und da ist ein Gegner. Okay, jetzt wissen wir auch, was dieses Roboter-Ding kann. Das zieht uns 3 Leben ab. Das ist nicht so nett. Okay, wir müssen als allererstes hier wieder das Spinnenweben wegmachen. Und dann nehmen wir die Bombe. Okay, getroffen. So, und jetzt können wir hier Feuer machen. So, hier haben wir einen Hebel. Ah. Okay. Ah, da unten ist auch noch ein Weg, okay. Was kommt da noch? Okay, hier können wir rüberlaufen. Okay, der bewegt sich hier rüber. Ach, vermutlich, wenn das hier nicht da ist, können wir dann das andere Teil benutzen. Okay, ich geh erst. Da geht's auch noch weiter. Da haben wir hier noch eine Leiter. So. Okay, ich drehe hier nochmal dran. So, dann gucken wir mal, wo wir hier hinkommen. Okay, hier ist eine Tür. Und der... Da kommen wir wieder nach unten. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal hier in die Tür rein. Ah, na super, ist schon wieder dunkel. Können wir buddeln? Ein Schalter. Na super, hier geht irgendwas auf Zeit. Wir warten mal ab. Lange. Vielleicht soll ich wieder rausgehen? Ich geh nochmal raus. Okay, wir aktivieren. So, jetzt geht's hoch. Als nächstes. Wow. Nein. Oh, na super. Wow. Ist das schaffen? Okay, der ist sehr heimtückisch. Ich habe eigentlich auch nichts anderes gemacht als bei den anderen. Ticken zu früh war ich wohl. Okay, auf ein neues. Parcours laufen. Oh, hier ist eine Fackel. Okay, das ist schon besser. Zu weit gelaufen. Ich schaff's wahrscheinlich nicht. Okay, wieder reingelaufen.
Ach ja, und jetzt ist es wieder dunkel. Okay, komm, 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 komm. Und jetzt hier mal Licht machen. Jetzt aber. Das ist oben, oder? Ach, hey. Oh nein. Komm, 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 komm. Lauf, 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 lauf. Okay, wir haben es nicht geschafft. Na super. Oh. Okay, auf ein neues. Okay, geschafft. Sehr gut. Hier rein, ja. Okay, wir haben es geschafft. Was macht der hier? Okay, der dreht sich. Okay, ich denke mal, der muss sich drehen. Okay, erstes Rätsel gelöst. Oder Hindernisparcours. So. Dann würde ich jetzt mal hier die Leiter benutzen wollen. Okay. Oh nein. Okay, da ist ein Abgrund. Wo ist unsere Bombe? Haben wir getroffen? Sehr gut, haben wir getroffen. So, hier geht's nach oben. Und hier brauchen wir wieder die Bombe. Licht anmachen. Okay, das mit dem Leben ist echt so ein Problem hier gerade. Ach so, okay, wir müssen irgendwie Rätsel lösen, dass die anderen zwei sich auch noch drehen. Okay, dann wissen wir auf jeden Fall jetzt, wo sich was angefangen hat zu drehen. Okay, dann müssen wir jetzt wohin? Achso, verändert sich vielleicht unten noch was, wenn ich hier runtergehe? So, jetzt bin ich wieder hier. Können wir vielleicht hier noch was ändern? Wenn ich oben am Hebel drehe? So, jetzt ist dieses Teil da. Dieses Teil ist hier. Da ist eine Tür, okay. Moment. So, jetzt komme ich hier rüber. Und dann gehen wir mal in die Tür rein. Ja, wie soll es auch anders sein? Und wir brauchen vermutlich hier wieder eine Bombe. Wir machen jetzt erstmal Licht. Wo ist es? Da drüben.
ich noch eine werfen? Sehr gut. Mit zwei Bomben geht das auch. Okay, war es das schon? Ne, da ist ein Kürbis. Okay, in welche Richtung? Menno, okay, Ah, wir mussten das einfach nur zurechtdrehen, dass wir hier rüberlaufen können. Um den Kürbis zu holen? Okay, dann legen wir den Kürbis mal hier ab. Und jetzt drehen wir das Ganze nochmal. So. Und jetzt sammeln wir den Kürbis hier auf. Und hoffen, dass hier irgendwo ein Schalter ist. Okay, wir legen den nochmal ab. Ein Gegner. Eulenbombe. Okay, hier haben wir wieder einen Schalter. Wir können das wieder drehen. Die Frage ist, da ist der Schalter. Okay. Wir müssen das andere Teil da drüben aber eigentlich drehen. So, was habe ich jetzt gekonnt? Kann ich jetzt hier? Ah, hier ist noch ein Schalter. Okay, so. Das dürfte gehen. So. Und da öffnet sich eine Tür. Jetzt müssen wir das wieder zurückdrehen. Und bloß nicht runterfallen. So, hier haben wir die Tür. Und hier haben wir auch wieder einen Hebel. Damit dreht sich das zweite. So, dann fehlt nur noch die letzte Tür. Okay, bis jetzt noch kein verzwicktes Rätsel, wobei ich noch nicht genau weiß, wie ich da rüberkommen soll. Vielleicht hiermit? Okay, der fährt hier rüber. Achso, könnte ich da einfach vielleicht rüberlaufen? Habe ich das vielleicht nur verpasst? Okay. Das war... Ich weiß nicht, ob wir ihn erwischt haben. Okay, da ist er. Eulenbombe. Oh. Okay. Da haben wir uns zur gleichen Zeit erwischt. Okay, Spinnnetz ist wieder da. Okay, so, den habe ich. Können wir irgendwo Licht machen? Ah, hier können wir Licht machen. Sehr gut. Und hier können wir den Hebel betätigen. Ich frag mich gerade, warum hier... Wir nehmen den mal vorsichtshalber mit. Ich möchte nicht alles doppelt und dreifach machen hier. Das sieht nicht so sehr...
PSW drauf. Okay. Okay, da ist auch ein Gegner. Und der trifft uns da drauf. Oh nein, nicht nochmal. Das ist doch blöd. Hier. Ich nehme mal kurz die Tür. Aber ich glaube, wenn wir durch die Tür gehen, dann ist es zumindest schon mal so ein Speicherpunkt. Und können wir vielleicht hier noch irgendwie ein Herzchen wenigstens mehr. Vielleicht noch eins? Haben wir noch irgendwas? Was war hiermit? Okay. Ja, wir können nicht frieren. Super. Okay, dann probieren wir erstmal. Okay, den habe ich erwischt. Erwische ich den auch nochmal? Verdammt. Okay, den haben wir erwischt. So. Dann nehme ich jetzt auf jeden Fall hier die Vase mit. Oder den Krug. So, hier gehen wir am besten auch hier drauf. So, jetzt ist die Frage, was ist da? Wo müssen wir jetzt wirklich hin? Okay. Okay, hier ist der Schalter. So. Okay. Und da ist der nächste Schalter. Und jetzt? Ach so, okay. Das muss relativ schnell gehen. Okay, haben wir das auch gelöst? Ich hoffe mal, die Tür bleibt offen. Okay, die Tür bleibt offen. Ich habe schon gedacht, vielleicht ist sie wieder unten. Und den letzten Hebel. Müssen wir die auch? Sind die auch zeitlich getimt? Moment. Muss ich mich hier. Hier ging es ja dann nach oben. Oder? So, die drei Türen. Muss ich das jetzt da. Oder sind die nur wieder, weil ich gestorben bin? Nein. Ach, verdammt. So, okay, dann gehen wir nochmal. Nein. Warum renne ich denn immer auf dieses Fallgitter drauf? Es verleitet so. Ernsthaft? Ich möchte das nicht nochmal machen. Wir haben das doch schon alles gemacht. Okay, ich überprüfe erstmal den anderen Hebel. Welcher war das? So, hier der.
Okay, der dreht sich. Okay, also der erste dreht sich. Dann gehen wir jetzt hier nochmal hier rüber. Und jetzt dreht sich keiner mehr. Jetzt dreht sich nur wieder der. Was ist das denn? Achso, hier muss ich ja gar nicht hin. Okay, dann vielleicht jetzt nochmal nach unten. Genau, jetzt das hier wieder da. Ich möchte diesen einen Parcours eigentlich nicht nochmal machen. So. Es dreht sich wieder keins. Jetzt dreht sich schon das erste. Muss ich das verstehen? Okay, das erste dreht sich. Vielleicht müssen wir die Reihenfolge nach betätigen. Dann muss ich vielleicht jetzt doch nochmal den Parcours laufen. Okay, wir haben auf jeden Fall alles schon mal geschafft. Und jetzt probieren wir die noch in der richtigen Reihenfolge zu betätigen. Aber hier beim Parcours geht's dann in der nächsten Folge weiter. Also macht's gut, Leute, und bis zum nächsten Mal.